Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von E3DC. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, hier im Studio auf der Intersolar in München. Das ist die größte Solarmesse der Welt, die jedes Jahr einmal hier stattfindet. Und herzlich willkommen zu Hause. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr auf diese Sendung, auf diese spannende Sendung, wo wir erfragen wollen vom früheren Chef des Club of Rome, was er sich unter Energieeffizienz vorstellt und vor allen Dingen unter Faktor 5. Dass mehr Wohlstand erschaffen werden kann durch weniger Energieverbräuche und durch weniger Rohstoffverbräuche. Für viele von uns ist das auch für mich lange Zeit eine sehr schwer zu verstehende Formel gewesen, aber zum Glück ist Ernst-Ulrich von Weizsäcker hier und auch der Chef von E3, der ebenfalls sich intensiv mit der Frage der Energieeffizienz, also wie holen wir aus weniger Energie mehr Wohlstand heraus in der Zukunft, könnte uns sehr beim Thema, bei der Überlebensfrage der Menschheit, wie schaffen wir den Wandel beim Klimawandel helfen. Lieber Ernst-Ulrich von Weizsäcker, weniger Energieverbrauch und mehr Wohlstand, geht das wirklich und wie? Geht ganz prima. Eine Kilowattstunde ist ein gigantisches Kraftpaket und im Moment vergeuden wir sie ohne Ende. Das kann man viel eleganter machen. Übrigens mit dem 4 oder 5, also das erste Buch hieß Faktor 4, doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch. Das habe ich mit meinem amerikanischen Freund Amory Lovins zusammengeschrieben. Und dann ist das auch ins Chinesische übersetzt worden. Und dann sagten mir die Chinesen, ein optimistisches Buch mit dem Namen Faktor 4, das ist eine Katastrophe. 4 ist die Unglückszahl, das ist schlimmer als die 13 bei uns. Ja. Und dann haben sie gesagt, nenn es Faktor 8. Die Chinesen haben ja ihre Olympiade am 8.8.2008 gemacht und haben dann jede Menge Goldmedaillen kassiert. Das heißt also, 8 ist eine richtige Glückszahl. Habe ich gesagt, nee, das ist mir zu viel. Faktor 5 war der Kompromiss. Also jedenfalls eine Verfünffachung der Energieproduktivität, der Wasserproduktivität, der Mineralienproduktivität ist technisch ohne weiteres machbar. Kannst du mal ein paar Beispiele dafür bringen, damit wir das besser und konkret verstehen können? Gerne. Also zum Beispiel, wenn du Aluminium nicht aus Bauxit, sondern aus Aluminiumschrott herstellst, dann sparst du ungefähr 90% der Energie. Faktor 10 oder 9. Ja, sowas. Oder eine LED anstelle von einer alten Glühbirne. Auch ein Faktor 10. Oder ein Passivhaus. Meine Familie und ich leben in einem Passivhaus. Da sind die ist der Heizbedarf um auch etwa einen Faktor 10 reduziert. Und dann haben wir noch Solarenergie oben auf dem Dach. Wir sind ja hier in der Intersolar. Und das heißt, wir sind ein Plus-Energiehaus. Geht das auch beim Verkehr, also zum Beispiel einem 10-Liter-Auto statt 10-Liter, 1-Liter-Auto? Volkswagen hat einen, ich habe vergessen, wie das Ding heißt, 0,9 Liter Auto gemacht. Ja. Das geht. Aber wenn man das Ganze mit erneuerbaren Energien füttert, dann darf es auch mal 2 oder 3 Liter sein. Jetzt will ich noch mal ein kleines Beispiel, eine kleine Erfahrung erzählen, die ich bei VW mit dem 1-Liter-Auto gemacht habe. Ich hatte Herrn Piech im Fernsehstudio, Mitte der 90er. Und da hat Herr Piech mit viel Trara angekündigt, wir bauen jetzt das 1-Liter-Auto und jeder Deutsche kann es kaufen. 10 Jahre später war ich in Wolfsburg bei Volkswagen eingeladen zu einem Vortrag und habe den Vorstand gefragt, wo ist denn euer 1-Liter-Auto, das euer früherer Chef so groß angekündigt hat. Da nahm ich die Pressefrau von VW zur Seite und hat gesagt, Herr Alt, ich zeige es Ihnen nachher, wir haben es tatsächlich konstruiert. Wissen Sie, wo es dann stand? Im Museum.
das 1-Liter-Auto von Volkswagen fürs Museum statt für die deutschen Straßen. Aber das ist doch ein ausgezeichnetes Argument für Erhöhung der Spritpreise. Ja, ja. Dann kommt es sofort wieder raus. Ja. Herr Piepenbrink, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, ganz konkret und praktisch als Unternehmer in Ihrem Betrieb E3 mit dem Thema Energieeffizienz? Was lässt sich da machen? Vielleicht kann man noch kurz aufs Auto eingehen. Also normales Elektroauto braucht ja 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und 1 Liter Diesel sind ungefähr 10 Kilowattstunden. Das heißt, ein Elektroauto fährt mit 1,5 Litern halt. Das ist Faktor 10, habe ich das leihenhaft richtig verstanden? Das heißt, bei gleichem Gewicht ist ein Elektroauto, das heißt ja so schön Well-to-Wheel, ja? Ja. 5 bis 7 Mal effizienter als ein Verbrennungsfahrzeug. Aber die Herstellung der Kilowattstunde kostet mehr als eine Kilowattstunde Primärenergie, kostet etwa 2,5. Ist egal, gar kein Vorwurf. Aber die Ölscheichs werden das nicht so gerne hören und die Ölscheichs werden sich nicht ganz zufällig bei der deutschen Automobilwirtschaft eingekauft haben. Wie sehen Sie das? Das ist jetzt ein Gebiet, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber was stimmt, Herr Altes? Die Ölproduktion ist ja stetig steigend, immer noch leicht steigend, aber sowohl eine Firma Shell und eine Firma British Petrol erkennt ja auch, wenn sie jetzt in eine leichte Rezession reinkommen, ja, weil ein Unternehmen braucht ja Wachstum, ja, weil wir haben ja Teuerungsraten. Das heißt, selbst wenn die nicht mehr wachsen, ist das für so Unternehmen schon ein Rückschritt. Das heißt, die müssen das kompensieren. Das heißt, auch die fangen jetzt an, ihre Gewinne zu reinvestieren in erneuerbare Technologien. Ja. Bestes Beispiel ist ja, Shell hat ja Firma Sonnen gekauft für einen sehr hohen Preis. Und das machen sie ja nicht, weil Sonnen so toll ist, sondern weil sie völlig verzweifelt sind, weil sie wissen, dass sie es selber aus eigener Kraft nicht hinkriegen. Also Hermann Scheer hat mir mal gesagt, das machen die bloß, um die Sonnenenergie stillzulegen. Ist das zu befürchten? Oder können die auch gar nicht mehr anders, als sich künftig auf Solar umzustellen? Herr Alt, ich sehe das ganz sportlich. Also ich sag mal, Volkswagen hat ja nach dem Dieselskandal jetzt Herbert Diess als Vorstandsvorsitzenden. Diess hat in München Fahrzeugtechnik studiert, ist ein großer Fan vom Elektroauto, kennt sich mit Zellproduktion aus. Und glauben Sie es mir, es ist auch nicht einfach, wenn Sie bei Volkswagen als oberster Chef jetzt die letzte Verbrennungsmotorplattform beschließen. Das ist ja auch ein hohes Risiko. Das heißt, wir hacken zwar gerne auf dem Volkswagen rum, aber was die entscheiden, das hat schon Dimensionen. Das heißt, wenn sich ein Volkswagen jetzt umbaut, da sollten wir alle mithelfen. Das heißt, man sollte jetzt auch mal an den Volkswagen glauben, man sollte die Ladeinfrastruktur fördern und man sollte die Leute motivieren fürs Elektroauto. Und dann gelingt auch der Umstieg. Und ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass VW dann 10 Millionen Elektroautos baut, aber die offizielle Konzernversion und Programm 2025 ist schon glaubwürdig. Das heißt, nach dem Dieselskandal kommen jetzt gute Dinge. Wahrscheinlich bleibt Ihnen gar nichts anderes mehr übrig, wenn Sie je wieder ein bisschen glaubwürdig werden wollen. Trotzdem, bei diesen Ankündigungen bleibe ich noch immer skeptisch. Wenn ich höre, Herr Diess hat jetzt angekündigt, 45 Milliarden Euro in den nächsten 7 oder 8 Jahren in die Elektromobilität. Können Sie wirklich daran glauben? Und wie soll das denn konkret und praktisch aussehen? Was müssen Sie ändern bei Ihrer Produktion? Ja, das ist doch relativ einfach. Ich sag mal, VW hat ja eine modulare Plattform, einen Querbaukasten und einen Längsbaukasten. Das war für die konventionellen Fahrzeuge. Und jetzt haben Sie eine rein elektrische Plattform, die MEB-Plattform. Das heißt, alle neuen Autos, der ID und die Busse und so weiter, sind auf einer rein Elektroplattform, die Tesla-ähnlich bereits hergestellt werden kann in fast allen Werken weltweit, weil die Produktion flexibel ist. VW hat mittlerweile 8 Batteriewerke im Aufbau und die Zellzulieferer stehen ja schon in Polen. Also in Polen steht ja schon eine LG-Fabrik, die für Volkswagen 30 Gigawattstunden machen kann. Da können sie schon ein paar Autos in Europa fahren lassen. Das heißt, was ich aber verstehe, ist, dass sie kritisch sind, weil sie sind wesentlich lebenserfahrener als ich. Aber was man auch sehen muss, so ein Auto dauert. Das heißt, es dauert tatsächlich 3-4 Jahre von der Entscheidung, sowas zu machen, bis das dann fürs Volk verfügbar ist. Und ich glaube nicht, dass VW da einen Rückzieher macht. Das heißt konkret, glaube ich, dass nächstes Jahr 300.000 ID auf Deutschlands Straßen fahren werden. Noch ein bisschen Wasser in den Wein. Eine ganz neue Erfahrung. Ich war in Shenzhen in Südchina und frage den Stadtwerksdirektor, wie viele Elektrobusse habt ihr hier? Dann sagt er 16.500.
Sag ich, wirklich alles Elektro? Sagt er, kein einziger Benziner, kein einziger Diesel mehr. Komme zurück nach Deutschland. Frage einen deutschen Stadtwerksdirektor, wie viele Elektrobusse fahren denn bei euch? Das war in Karlsruhe. Dann sagt er, null. Dann habe ich ihn gefragt, ja, denken Sie nicht daran umzusteigen auf Elektrobusse? Dann sagt der Herr Alt, ich habe 10 bestellen wollen, 10 Elektrobusse für Karlsruhe. Keine deutsche Automobilfirma ist in der Lage, mir 10 Elektrobusse zu verkaufen. Bitte im Jahr 2019. Ernst, woher nimmst du deinen Optimismus, dass wir Faktor 5 vielleicht doch noch hinkriegen? Die Umstellung auf Elektro ist nie ein Faktor 5. Das ist eine völlig andere Thematik. Es geht den Chinesen ausschließlich um lokale Luftqualität. Hat nichts mit Klima zu tun, bitte. Die produzieren ihren Strom aus Kohle. Und dann sind sie wahnsinnig stolz darauf, dass sie die Luftqualität in Shenzhen und in Peking und so weiter verbessern. Das ist in Ordnung, ich schimpfe darüber nicht, aber das hat nichts mit dem Faktor 5 zu tun. Die Chinesen hatten, ich glaube, im letzten Jahr, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 96.000 Aufstände gegen das, was du eben gesagt hast, wegen der schlechten Luft. Ja, völlig klar. Das ist eine Machtfrage in China. Es ist ja gut, wenn das sogar eine Macht, wenn ein totalitäres kommunistisches Regime reagieren muss auf das, was das Volk will. Aber das ist doch fortschrittlich. Wieso schaffen wir das nicht, wenn die Chinesen es hinkriegen? Ja, das ist eine ganz andere Frage. Also mein Optimismus bezieht sich nicht auf die gegenwärtige Leistung der deutschen Industrie in Bezug auf Elektrifizierung. Ja. Wenn du daran zweifelst, hast du vollkommen recht. Aber mein Punkt ist sehr viel tiefer gehend. Erstens, die Chinesen, die kommen ja ständig nach Deutschland, weil sie unseren Maschinenbau besser finden als den eigenen. Da haben sie auch recht. Und zweitens geht es mir um eine etwas komplexere Thematik als diese Scheißdiskussion ums Elektroauto. Mhm. Ja? Das ist, es gibt so viel Wichtigere. Merbold hat heute früh in einer ähnlichen Diskussion gesagt, warum nicht Eisenbahn? Das ist so viel vernünftiger als das Elektroauto und fürs Klima viel besser und so weiter. Also das muss man ausweiten statt verengen. Aber Journalisten wollen immer alles verengen auf eine Ja-Nein-Frage. Ja? Nicht du, aber andere. Können Sie sich vorstellen, Herr Piepenbrink, dass E3 und Volkswagen zum Beispiel künftig zusammenarbeiten, denn ich bin überzeugt, das Elektroauto, ich sag's nochmal, wird immer ein Teil der Lösung sein, richtig, nie die ganze, aber doch ein wichtiger Teil der Lösung. Ich habe wie du eine Bahncard 100, ich habe seit 10 Jahren kein Auto, also ich bin weiß Gott kein Autofan. Ich fahre fast nur öffentliche Verkehrsmittel. Aber das Auto können wir nicht abschaffen. Also nein, brauchen wir ein anderes Auto und andere Flugzeuge als heute. Können Sie sich vorstellen, Herr Piepenbrink, dass Sie mit E3 künftig mit Volkswagen zusammenarbeiten und uns solche Autos anbieten, die zugleich unsere gesamte, über Ihre Batterie zum Beispiel, unsere gesamte Energie im Haushalt, Strom und Wärme liefern. Ist das denkbar, so etwas? Wir sind natürlich ein bisschen klein, ja. Im Volkswagen-Jargon sind wir PPM-Geschäft. Aber ja, das bidirektionale Laden wird ja auch von Volkswagen sehr stark gefördert, weil Volkswagen halt auch sieht, dass die Elektroautos und die Speicher sozusagen netzdienlich notwendig sind, um die Mobilität nach vorne zu bringen. Und wir arbeiten ja als Mitglied der Haga Group mit Volkswagen schon zusammen und wir werden einer der Zulieferer sein. Das heißt, das ist ganz klar, dass erneuerbare Energien im Auto zwischengespeichert werden. Und es ist auch ganz klar, dass Autos sozusagen die großen Speicher der Energiewende sind, Herr Alt. Ja? Und das Schöne ist, Sie werden sich dann darüber freuen, weil dann stehen die nämlich nur noch rum. Das heißt, das Auto wird vom Fahrzeug zum Stehzeug. Also die heutigen Autos, die viele von Ihnen fahren, stehen 90% ihrer Zeit rum und werden 10% gefahren. Wir haben Stehzeuge und kaum Fahrzeuge. Wenn wir künftig über Elektroautos so machen, dass wir kaum noch individuelle Autos haben, sondern uns das ausleihen, dann, wenn wir es brauchen, dann haben wir Autos, die halt vielleicht 90% unterwegs sind und nicht mehr nur 10%. Das ist eine ganz andere Situation, als das heute der Fall ist. Und im Zeitalter der Vernetzung werden wir es doch noch hinkriegen, aus 10.000 Autos zum Beispiel oder über 10.000 Elektroautos ein bisheriges großes Kraftwerk zu ersetzen, zum Beispiel nachts. Und dann haben wir auch die Speicherproblematik gelöst. Ist so eine Vision denkbar? Die ist absolut real, Herr Alt. Weil überlegen Sie mal,
Wir haben das ja gestern gebracht. Also wir haben ja jetzt schon 60 Gigawattstunden oder 80 Gigawattstunden fürs Fahrzeug, für die wenigen Autos. Und das ist schon die deutsche Grundlastversorgung, ist sozusagen schon der Jahresausstoß für Elektroautos. Und wenn Sie es auf 2025 sehen, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Was wollen Sie mit dem ganzen unnützen Speicher, der vor der Tür steht oder der auf dem Parkplatz parkt, was wollen Sie damit machen? Die werden alle, also die neuen Grundlastkraftwerke sind die Fahrzeuge oder die Busse. Und das heißt, der Energieversorger, der sieht nicht mehr so aus wie E.ON oder RWE, das sind dann andere, ne? In Zukunft. Also ich halte es nicht für zwangsläufig, dass eine Batterie 4 Räder hat. Muss sie auch nicht. Aber das ist, was Sie gesagt haben. Ich habe nur gesagt, dass ja momentan, ich weiß nicht, wie viele PKWs ausgebracht werden, ich glaube, es sind 60 Millionen weltweit. Und die kriegen sie ja nicht auf null. Und wenn davon die Hälfte elektrisch wäre, dann sind das Dimensionen. Ne? Auch wenn die individuelle Mobilität auf 50% runtergefahren wird, der Amerikaner wird nicht aufhören, Auto zu fahren. Ne? Also die Zukunft der Mobilität wird ein sehr spannendes Thema bleiben. Ich gehe mal zurück zu einer ganz anderen, zu einer mehr systemischen Frage. Lieber Ernst, du bist auch SPD-Mitglied und warst, ich glaube, 8 Jahre für die SPD im Deutschen Bundestag. Euer Juso-Vorsitzender, Herr Kühnert, hat gerade vorgeschlagen, ein bisschen Energieeffizienz, ein bisschen Elektroauto, das alles reicht nicht. Wir brauchen ein grundsätzlich anderes System, nämlich Sozialismus, um diese schreckliche, zerstörerische, kapitalistische Welt zu überwinden. Wir müssen zum Beispiel BMW verstaatlichen oder die großen Immobilienbesitzer, das muss alles verstaatlicht werden. Ist das ein Weg und wie siehst du das? Na, der liebe Kevin Kühnert war noch nicht am Leben, als der real existierende Sozialismus da war. Und sonst würde er ein bisschen anders reden. Aber die Grundsatzaussage, die er macht, ist nicht falsch. Dass die heutige Sorte von Kapitalismus eine Gefahr für die Erde ist. Ja. Nämlich, wenn nur die Kapitalrendite Entscheidungen positiv oder negativ entscheidet und nicht irgendetwas von Moral, irgendetwas von Langfristigkeit, irgendetwas von Natur oder so, dann immer nur die Kapitalrendite, dann ist das Selbstzerstörung. Und an der Stelle hat Kevin Kühnert einfach recht. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass die Verstaatlichung von BMW irgendetwas hilft. Das ist, da hat er nicht richtig nachgedacht, aber egal. Und über staatlichen Wohnbesitz werden vermutlich auch nicht automatisch mehr Wohnungen geschaffen. Auch das ist richtig. Man muss natürlich dafür sorgen, dass Wohnraum erschwinglich bleibt in irgendeiner Form. Ich habe heute früh in der Diskussion gesagt, mach doch zum Beispiel in München, wo wir ernsthafte Wohnungsprobleme haben, eine Leerraumsteuer, ja? Damit Wohnungen, die meinetwegen 180 Quadratmeter haben, von denen ungefähr 60 benutzt werden, teuer werden, es sei denn, man lädt Studenten und andere ein, da noch eine Zweitwohnung reinzutun, irgendwas von der Art. Das halte ich tendenziell für viel wirksamer als eine Wohnungsverstaatlichung. Als Klaus Töpfer noch Bauminister war, habe ich ihn mal gefragt, wie ist das mit dem Bauen der Zukunft? Reicht und hilft ökologisches Bauen? Dann sagte Klaus Töpfer, es kommt darauf an, was du unter ökologischem Bauen verstehst. Für mich, sagte der damalige Bauminister, heißt ökologisches Bauen überhaupt nicht neu bauen, sondern eher sanieren und renovieren. Also viele Städte stehen ja vor der Frage, können wir immer mehr Boden verbauen und versiegeln oder müssen wir mehr verdichten und höher bauen, als das bisher der Fall war, weil immer mehr Bodenverbrauch geht einfach nicht. Wir kommen an Grenzen, wie wir überall im materiellen Bereich an Aber Grenzen während wir kommen. Boden verbrauchen, wächst der Leerraum. Ja. Das ist das Problem. Und was könnte da helfen? Die Spekulanten, die lieben Leerraumimmobilien. Damit können sie was anfangen. Bewohnte Immobilien sind für die viel schwieriger zum Handeln. Das heißt also, du musst an das Thema Leerraum ran und nicht nur gegen Flächenversiegelung polemisieren. Da hast du auch recht.
Was heißt das denn konkret und praktisch? Du musst an den Lehrerraum ran. Was würdest du da vorschlagen, wenn du heute noch im Deutschen Bundestag wärst und in deiner SPD da einen Vorschlag ausarbeiten müsstest? Da würde ich sagen, sowas wie 40 Quadratmeter pro Person, das ist reichlich, ist steuerfrei und alles drüber ist besteuert. Ah ja. Könnten denn die Genossenschaften helfen, wenn wir schon über Systemfrage nachrechnen? Ja, wir haben weltweit, und das ist ja eine deutsche Erfindung, die Genossenschaften aus dem 19. Jahrhundert, Raiffeisen, Schulze-Delitzsch, wir haben weltweit bereits 1 Milliarde Menschen, die in Genossenschaften organisiert sind. Nur offenbar haben sie politisch noch nicht so viel Erfolg, wie sie bräuchten. Also das Genossenschaftswesen wäre vielleicht eher hilfreich. Wir haben 1000 Energiegenossenschaften in Deutschland. Wir haben in Österreich 150 Energiegenossenschaften und die haben fast alle beschlossen, 100%ige Energiewende bis 2025, spätestens 2030. Auf dem Weg könnten wir vielleicht auch viel mehr erreichen, als bisher erreicht wurde. Ja. Herr Piepenbrink, Vergenossenschaftung. Also ich bin ja Gott sei Dank kein Politiker, aber ich finde, ich habe auch in den letzten Jahren viel nachgedacht. Zum Beispiel bei Stuttgart 21 habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, dass das doch eigentlich eine Riesensauerei ist, dass die Politik und die Stadtverwaltung eigentlich die besten Lagen unter sich aufteilt und dass der eigentliche Bürger doch nichts davon hat. Und was ich einfach mal sagen muss, auch an die Adresse des Bundestages, ich meine, es fehlt ja die Balance, sagen Sie ja, in vielen Fällen. Und die Balance fehlt wirklich. Ich meine, wir sitzen hier in München, Hamburg, Berlin oder auch alle Großstädte, da sind sämtliche Idealimmobilien versilbert worden an die Meistbietenden. Und da frage ich, wo ist denn da die Balance? Wo ist denn da der gar nicht mal soziale Wohnungsbau? Und dann beklagt, und dann kommen hinterher als Ersatz dafür, dass, sag mal, 1% Superreiche sich das einfach ausgecasht haben, kommen Vorschläge, man will noch die Einfamilienhäuser sozusagen besteuern. Also ich finde es einfach eine Sauerei, dass es so wenig gerechte Aufteilung von öffentlichem Grund gibt. Und da muss man doch einfach fragen, warum sind denn die Städte und Politiker und die Parteien und der Bundestag nicht in der Lage, einfach mal den öffentlichen Raum gerecht aufzuteilen? Warum muss es so sein, dass ich für gewisse öffentliche Lagen einfach meistbietend verschachern muss? Warum? Warum kann ich nicht sagen, 50% gehen jetzt mal an, keine Ahnung, an normale Menschen, wie auch immer. Ich muss es ja gar nicht sozialer Wohnungsbau nennen. Aber das ist doch das Problem, was wir haben. Ja, bei uns, Herr Alt, die Deutschen, ja, wir arbeiten in Unternehmen, die gehören Arabern, Amerikanern und Finanzfonds, ja, und die Firmen genauso. Das ist doch das Problem. Das Problem ist doch, uns gehört doch der ganze Krempel überhaupt nicht mehr. Und dem Bürger schon gar nicht. Was sagt der Politiker? Da bräuchte doch kein Kevin Kühner. Dazu? Das ist doch das Gegenteil. Das ist Kommunismus. Also ehrlich gesagt, ich hatte ein bisschen gehofft, dass man auf der Intersolar auch über die ökologische Seite redet und nicht nur über Wettbewerbsrecht und solche Sachen. Darüber können wir auch reden, da bin ich nicht der richtige Experte. Ich finde nur, man soll nicht, weil der Kapitalismus heute bestimmte Fehler macht, sagen, jetzt müssen wir den Kapitalismus kippen und wieder Sozialismus einführen. Das ist die falsche Frage. Wir müssen versuchen, auf die richtigen Fragen zu kommen. Und da trägst du natürlich dazu bei, das ist ausgezeichnet. Aber ich finde, die ökologische Frage, die hast du vorhin mit Stefan Ramsdorf ja großartig behandelt. Also die, die schon hier waren, die brauchen das nicht nochmal. Aber dass zum Beispiel der Meeresspiegelanstieg den wohnungssuchenden Menschen viel, viel, viel mehr Raum wegstiehlt als die Grundstücksspekulanten. Das ist doch eine Tatsache, der man ins Auge schauen muss. Und da müssen wir also Solarenergie, Energieeffizienz und Faktor 4 und so weiter wirklich pushen und nicht immer nur über die Grundstücksgauner reden. Mhm. Ja? Du hast in deinem Buch, das ist mal eines der Folgebücher für den Club of Rome noch geschrieben, jetzt sind wir dran. Ja, viele Vorschläge gemacht. Kannst du einige uns jetzt noch mal aufzeigen? Ja, gerne. Also erstens, das Buch heißt, wir sind dran. Das heißt, erstens, wir sind an der Reihe. Und zweitens, wenn wir es blöd machen, dann sind wir dran. Ja? Also, ein Beispiel ist die berühmte Tobin-Steuer, die Kapitaltransfersteuer. Heute besteht der Kapitalismus zu einem ganz großen Teil darin, dass in Mikrosekundengeschwindigkeit automatisierte
mathematische Programme in Computern ablaufen und dann innerhalb von einer Zehntelsekunde irgendein Ergebnis rausbringen, was eine Kapitalertragsvergrößerung um 1% bringt. Und damit wird man heute Milliardär, ja? Mit solchem Scheiß. Wenn man eine Kapitaltransfersteuer hätte, dann würden ganz präzise diese Mikrosekundenspekulanten massiv abnehmen und diejenigen Spekulanten, die ich schätze, die ernsthaft Urteilskraft investieren, um zu sehen, wo investieren wir vernünftiges Geld, die würden sogar noch verdienen. Das ist ein ganz kleiner Eingriff, für den wir nochmal plädieren. An sich, Tobin hat das vor 30 Jahren gesagt, aber das muss wieder auf die Tagesordnung. Dann haben wir über die ökologische Steuerreform natürlich geredet. Dann haben wir geredet über Bodenqualität. Wir haben ein ganzes Kapitel über Landwirtschaft. Die heutige Landwirtschaft mit Insektensterben, Vogelsterben und was es so alles gibt, ist eine Katastrophe für die Natur. Wir müssen dafür sorgen, dass es wieder rentabler wird, einigermaßen Bodenqualität zu steigern, statt zu schwächen. Heute sind die Böden weitestgehend vergiftet und können dann auch praktisch kein CO2 mehr aufnehmen. Mhm. Dagegen ein gesunder Boden ist ein ganz großer CO2-Fänger. Also eine Synergie zwischen Agrarreform und Klimaschutz. Das kommt in den heutigen Klimadiskussionen praktisch nicht vor. Das sind jetzt zwei Beispiele. Ich könnte ein halbes Dutzend nennen, aber das dauert zu lange. Ich erinnere mich an einen Vortrag von dir in der Allianz Arena in Berlin, so anderthalb Jahre muss das ja sein, wo du den Ökos, uns also und Ihnen, gesagt hast, Klimawandel ist ein wichtiges Thema, aber wir haben noch viel dramatischere Themen. Zum Beispiel bei der Möglichkeit eines Atomkriegs sind wir bereits so weit, dass wir den digitalisieren können. Und dann kommen die Fachleute und sagen, ja, wenn die Maschinen aus Versehen einen Atomkrieg auslösen, wir können den Stecker nicht mehr ziehen. Da bin ich zutiefst erschrocken. Kannst du das noch mal etwas erklären, was du damit meinst? Und wie weit wir da sind in dieser Gefahr eines möglichen Atomkriegs, den wir menschlich nicht mehr verhindern können, weil er bereits digitalisiert ist? Also in einer Mentalität der heutigen Politik, der heutigen Journalisten, der heutigen Unternehmer, der Heiligsprechung der Digitalisierung, sehe ich ganz massive Gefahren. Mhm. Weil natürlich die Effizienz der Digitalisierung steigt, wenn das alles automatisiert wird. Und möglichst stark verhindert wird, dass der Operateur da noch eingreifen kann. Mhm. Und dann passieren genau solche Gefahren. Denn das Ministerium für Verteidigung kann ja nicht einfach aussteigen aus der Digitalisierung. Also die müssen da mitmachen. Aber die Gefahren davon verdrängt man lieber. Also von daher würde ich sagen, das ist weiterhin eine größere Gefahr als manches, was Feinstaub in den Städten und die ganz großen Presse Resonanzen hat. Und deswegen bin ich sehr dafür, das ist der Sinn von Wir sind dran, dass wir über die realen Probleme und nicht über die Pipifax-Probleme reden. Ich habe mal 5, 6 Jahre, muss es her sein, eine Erfahrung gemacht, die mich an das erinnert, was du eben gesagt hast. Ich stand an der süd-nordkoreanischen Grenze. Und da haben uns die Militärs, uns Journalisten, die Militärs erklärt, das ist die gefährlichste Grenze zurzeit auf der Welt. Als ich das letzte Mal voriges Jahr in Korea war, habe ich erlebt in den Zeitungen, im Fernsehen, von morgens bis abends wurde nur berichtet, diese Gefahr wurde jetzt beseitigt. Wir haben eine entmilitarisierte Zone zwischen Süd- und Nordkorea. Auf beiden Seiten noch 15 Polizisten, kein einziger Militär mehr. Und die 15 Polizisten sind jeweils kaum noch bewaffnet. Und die Koreaner haben das auf beiden Seiten der Grenze als großen Fortschritt gefeiert. Also, und sie haben gesagt, was die gefährlichste Grenze der Welt war, ist jetzt entschärft worden. Also offenbar können wir gerade noch vielleicht eingreifen in solche Systeme. Ja. Und haben noch diese Chance. Ich meine, das ist das Äquivalent zur Tobin-Steuer.
dass man wenigstens noch ein bisschen Raum hat, bevor es losgeht und dann nachdenken kann und vielleicht korrigieren. Wie ist denn zurzeit die Chance? Ich meine, du hast recht, seit 30 Jahren diskutieren wir die Tobin-Steuer. Wie ist denn zurzeit die Chance, dass zumindest auf EU-Ebene so etwas eingeführt wird? Da will ich eine konkrete Sache sagen. Ja. Solange die Briten in der EU waren, war es aussichtslos. Die haben sofort gesagt, nein, es darf keine Steuerentscheidung in Brüssel passieren. Das ist alleine großbritisches Recht. Punkt. Wenn der Brexit passiert, was ich nicht wünsche, dann hätten wir wenigstens dieses Problem los. Kann es sein, dass wir vielleicht eine ganze Reihe anderer Probleme los hätten, wenn die Engländer vielleicht nicht mehr so bremsen könnten wie bisher? Also man kann vielleicht eines Tages den Brexit aus deutscher Sicht sogar etwas Positives abgewinnen. Ist das denkbar? Ja, habe ich ja gesagt, aber ist trotzdem ein bisschen ironisch. Wie laufen denn zurzeit, kann man mit Öko, kann man mit Solarenergie heute schon gut Geld verdienen oder haben Sie Angst vor der Zukunft? Ja, wir sind ja trotzdem reguliert durch die Politik, weil die Energie ja auch immer, es wird ja schön über die Einspeisevergütung, hat der Staat ja einen Eingriff, er hat auch über Förderungen Eingriff, aber grundsätzlich halt, das wissen Sie doch, Solarenergie wird immer günstiger, Speicherung wird günstiger, das heißt, die Gestehungskosten sind im freien Fall und insofern ist das ja sozusagen eine gemähte Wiese, das heißt, ich kann natürlich, es würde ja keiner kaufen, wenn es sich nicht lohnt. Das heißt, der Staat ist bald, der muss das fast gar nicht mehr fördern, sondern verhindern kann er es nicht mehr, fördern muss er es nicht mehr. Das heißt, er kann es bald besteuern. Und insofern ist das ja ein totaler Durchbruch. Das haben sie sich ja immer gewünscht, ja? Dass die Solarenergie sich so durchsetzt. Und das tut sie ja jetzt. Sieht ja gut aus, auch für einen Politiker, denke ich. Aber wir haben immerhin noch immer diese GroKo. Wir waren ja mal weiter in Deutschland, nicht? Im Jahr 2011 und so haben wir ja fünfmal mehr Solaranlagen gebaut als im Jahr 2018. Wie ist das überhaupt denkbar politisch ernst, dass wir mal so weit waren wie 2011, 2010, 2011, 2012, wo wir mit der Solarenergie ganz weit vorne waren und dann haben wir etwa 70.000, 80.000 Arbeitsplätze verloren, um 20.000 Arbeitsplätze bei der Kohle zu retten. Rein rational ist das ja eine völlig unmögliche Politik, Herr Politiker. Also ich bitte dich, dieses nicht der Großen Koalition ans Bein zu binden. Sondern? Das ist passiert im Jahr 2010. Die damalige Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes, die dazu geführt hat, dass wenn der erzeugte Strom auf der Leipziger Strombörse billiger wird, wird die Zuzahlung teurer. Ja? Das ist beschlossen worden vom Deutschen Bundestag. Warst du dann noch dabei? Nein, natürlich nicht. Ich hätte es verhindert. Aber mit dem sogenannten Wälzungsmechanismus. Ja. Ja. Und das hat dazu geführt, dass auf einmal die Populisten, einschließlich Bild-Zeitung, wütend gegen die Solarenergie gekämpft haben. Leider einschließlich Spiegel, ich erinnere mich. Völlig richtig, ja. Warum? Weil es nicht mehr vermittelbar war, dass wenn die Sache billiger wird, wird sie teurer für den Verbraucher. Das war die Ursache dafür, dass die Große Koalition 2013 dann, drei Jahre später, um des Volkswillens willen die de facto Subventionierung der Solarenergie gebremst hat. Ich fand es trotzdem falsch, das ist eine andere Frage, da sind wir gleicher Meinung. Aber in Bezug auf die Schuldzuweisung bin ich anderer Meinung als du. Die mussten aufgrund eines parlamentarischen und politischen Fehlers de facto in Kraft getreten unter Schwarz-Gelb, bitte, eine Korrektur vornehmen, die leider zu meinem ganz großen Leidwesen für die Bürgerenergiegenossenschaften, für die Solarenergieindustrie und verschiedene andere ein schmerzlicher Einschnitt war. Als unser gemeinsamer Freund Hermann Scheer mit einigen von den Grünen zusammen im Jahre, wann war das, 2000, das Erneuerbare Energiegesetz verabschiedet hat, bestand das, glaube ich, aus 10 Artikeln auf 15 Seiten so, oder 12 Seiten, so etwa. Ja. Heute sind das 1200 Seiten. Ja.
Und ich höre immer wieder nach meinen Vorträgen zu diesen Themen, dass mir Leute sagen, wenn ich heute eine Solaranlage aufs Dach machen will, ohne Rechtsanwalt geht das gar nicht mehr. Darunter werden doch auch Firmen wie Sie leiden. Herr Piepen. Ja, das stimmt. Aber Herr Alt, ganz ehrlich, wir konzentrieren uns mehr aufs Machen. Das ist gut, das ist die einzige Aber Chance. Ich kann noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Wir waren ja auch in den Förderprogrammen, ja, die das Umwelt- und Wirtschaftsministerium mit der RWTH Aachen ausgearbeitet hat. Ja. Und dann kommen immer die Damen vom Ministerium und die haben dann immer so ordnungsgemäß gesagt, naja, wir wissen ja nicht genau, was wir jetzt, wie sich das auswirkt, aber können Sie schon sagen, nicht, dass das dann zu viele machen oder dass das einigen Leuten schadet. Das heißt, man war sich gar nicht mehr sicher, wie sich das jetzt auswirkt, wenn man irgendwas fördert. Und man wollte auf jeden Fall immer verhindern, dass sich Solarenergie und Speicher im großen Stil durchsetzen. Also das wollte man auf gar keinen Fall. Ja. Und daran hat sich eigentlich nichts geändert, aber ja, um ehrlich zu sein. Ich wollte dir in Sachen Hermann Scheer noch was sagen. Ja. Anekdotisch. Das war so, was wie im Frühjahr 1999. Da kam mein Freund Hermann Scheer zu mir, mit dem war ich jahrzehntelang befreundet, und sagte, du, ich habe jetzt dem zuständigen Ministerium, Wirtschaftsministerium, den Gesetzentwurf für ein erneuerbare Energiengesetz vorgelegt. Und die wollen nicht. Und der Kanzler Schröder will auch nicht. Was machen wir jetzt? Da haben wir 10 Minuten miteinander geschwatzt und dann sagten wir, komm, jetzt gehen wir zusammen zum Fraktionsvorsitzenden, das war damals Peter Struck, und bitten darum, höflichst, dass wir in der Fraktion eine Diskussion und eine Abstimmung machen über deinen Gesetzentwurf. Und er war begeistert, dann sind wir zu Struck gezogen und dann sagte Struck, der wusste natürlich, wie die Geschäftslage war, also wenn zwei Abgeordnete zu mir kommen und sagen, sie wollen ein Thema in der Fraktion diskutieren, dann sage ich ja. Und genau so kam es. 3 oder 4 Wochen später haben wir in der Fraktion eine Diskussion gemacht. Hermann Scheer hat eine feurige Rede gehalten, du kanntest ihn ja. Und dann waren 2/3 oder so der Fraktion dafür. Und dann hat die Regierung sofort reagiert, gesagt, wenn die Fraktion das beschließt, dann ist es auch unser Gesetz. So ist es zustande gekommen. Und dann waren die Grünen sehr schnell auch mit dem Boot. Ja. Aber so zu tun heute, als hätten die Grünen es erfunden und die SPD blockiert, ist historisch falsch. Hm. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir brauchen mehr intelligente Politiker, wie wir sie vielleicht, nein, nicht vielleicht, wie wir sie wirklich mal hatten, zum Beispiel im Jahr 1999. Also da können wir ja alle nachhelfen ein bisschen, zum Beispiel bei der nächsten Europawahl oder so. Ich bin ganz sicher, langfristig werden wir sowieso gewinnen. Was wollen denn die Ölleute und die Gasleute gegenüber der Sonne? Die Sonne schickt uns 15.000 Mal mehr, als wir brauchen. Energie von ganz, ganz oben. Also auch noch von oben. Ganz, ganz oben. Insofern werden wir zwar kämpfen müssen, wir alle werden nicht arbeitslos werden, ist ja auch ein Vorteil, nicht? Wir müssen kämpfen. Von alleine fällt uns die Geschichte nicht vom Himmel. Es kommt zwar von oben, aber wir müssen offen sein, nicht? Die Kirchen zum Beispiel müssen sich öffnen für den Geist. Von ganz, ganz oben zum Beispiel. Immerhin haben 2000 Kirchen in Deutschland allein auf ihren Kirchendächern jetzt Solaranlagen. Das ist nicht nichts. Und Hermann Scheer hat mit dafür gesorgt, dass selbst der bayerische, wir sind hier in Bayern, der bayerische Papst Benedikt XVI. Vor ein paar Jahren noch, als er Papst war, direkt neben dem Petersdom, die größte Solaranlage von Rom, hat installieren lassen. Himmlische Energie für den bayerischen Papst. Das hat mich immer fasziniert. Himmlische Energie für den bayerischen Papst. Also langfristig werden wir gewinnen, das ist klar. Was wären denn jetzt aktuell die wichtigsten politischen Beschlüsse, die wir brauchen, damit wir mit besseren Rahmenbedingungen rasch dem Klima helfen und erst in 20 Jahren, wenn vielleicht alles zu spät ist? Ernst. Und dann Herr Piepenbrink. Ich glaube, ich habe das für mich Wichtigste heute früh schon gesagt, da warst du aber nicht da. Ich will es dann einfach wiederholen. Gegenwärtig werden 1380 neue Kohlekraftwerke weltweit gebaut oder geplant.
Demgegenüber ist die Frage Kohleausstieg in Deutschland 2038 oder 35 oder meinetwegen 25 physikalisch völlig irrelevant. Völlig irrelevant. Ja? Physikalisch. Symbolisch, politisch, moralisch ist es nicht irrelevant. Klar. Aber wenn es nicht gelingt, die Entwicklungsländer ins Boot zu holen für den Klimaschutz und nicht die Anpassung an die Klimaveränderung, das sagen die immer, dann müssen wir das machen, was der von Stefan Ransdorf mit Recht mehrfach genannte WBGU, Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderungen, der Kanzlerin im Jahr 2009 vorgeschlagen hat, ein Budgetansatz, dass alle Länder der Welt ein pro Kopf gleiches Budget der Nutzung der Atmosphäre haben, aber die alten Industrieländer haben dieses Budget fast vollständig aufgebraucht und müssten jetzt in die Entwicklungsländer gehen, Shopping für Lizenzen. Energiegerechtigkeit, hat die Kanzlerin das mal genannt. Energiegerechtigkeit, ja. Speziell bezogen auf CO2. Ja. Und dann würde auf einmal, also gewissermaßen über Nacht, in Ländern, in denen heute ein neues Kohlekraftwerk eine Lizenz zum Gelddrucken ist, deswegen wird es gemacht, wird es eine Lizenz zum Gelddrucken, das geplante Kraftwerk nicht zu verwirklichen, sondern den Übergang in Energieeffizienz und Solarenergie, erneuerbare Energien zu beschleunigen. Übrigens bei erneuerbaren Energien ohne Palmöl, bitte. Ja. Und die dadurch frei werdenden Lizenzen an die blöden Deutschen zu verkaufen, damit die noch ein paar Dieselautos fahren können. Ja? Das heißt also, man hätte über Nacht eine Präferenzumkehr von Klimazerstörung zu Klimaschutz. Und wir müssten die Initiative ergreifen. Wir können von Paraguay nicht erwarten, dass die das erfinden. Das müssen wir erfinden. Es ist so viel wichtiger als das Rumhacken auf der Großen Koalition. Wir müssen dafür sorgen, dass die Wirtschaft sagt, ja, lasst uns über Modalitäten reden, die möglichst wenig Kapitalvernichtung und möglichst viel Innovation erzeugen. Das wäre ein Programm für die jetzt amtierende Bundesregierung. Wenn die da eine Initiative ergreift und die Briten sind raus, haben wir eine Chance, dass Europa die Sache einfach macht. Minus die Polen, die machen noch nicht mit. Ich habe bei einigen afrikanischen Regierungen erlebt, wirklich erlebt, erst vor wenigen Wochen, dass diese Idee angekommen ist. Der Energieminister von Mali hat mir gesagt, wir investieren jetzt im großen Stil, auch mit Hilfe der Industriestaaten, in erneuerbare Energien. In Afrika heißt das meistens Solarenergie. Wir produzieren heute schon Solarstrom für 3 Cent die Kilowattstunde. Ähnlich in Marokko, ähnlich in der Wüste in Chile. Saudi-Arabien, noch Öland, hat angekündigt, das größte Solarkraftwerk der Welt zu bauen. 200 Gigawatt. Das würde bedeuten, etwa der Ersatz von 70 Atomkraftwerken. Dann frage ich dort nach, und was kostet dann die Kilowattstunde? Dann sagt der Energieminister, das kostet dann etwa ab 2025 noch 1 Cent die Kilowattstunde. Also damit wäre das Alte rasch vom Markt gefegt. Ist das eine große Chance für Firmen wie Sie? Große Geschäfte mit Afrika oder Chile? Ja, wir bleiben lieber erstmal in Europa. Aber für Europa halt, wenn wir wünschen, dass wir erstmal in Deutschland den Deckel aufheben, das heißt, die Solarenergie darf nicht gedeckelt sein auf 52 Gigawatt. Die Autos dürfen nicht besteuert werden, also die Elektroautos. Und ich finde, man braucht tatsächlich irgendeinen fairen CO2-Besteuerungsmechanismus. Und ja, der Orient und Afrika, die bieten Chancen. Aber ich denke mal, das sind auch Themen, wo sich die Weltbank und wo sich viele, viele große Organisationen schon seit Jahren engagieren. Da sind wir ein bisschen zu klein, weil die Frage ist ja immer, wer finanziert es? Ja? Die Länder haben ja kein Geld, und insofern ist ja erstmal die Frage,
wer bringt das Geld auf, damit die Projekte dort abgewickelt werden können? Ne? Mir hat jemand erzählt, der nahe an der Bundesregierung ist, die Kanzlerin hat bei ihrem letzten Afrika-Besuch, das war in Westafrika, einen Scheck dagelassen, damit die dortige Energie, das dortige Energieministerium in 300 Dörfern komplett für Solarstrom sorgen kann. Das wäre, wenn das so ist, was ich nur gehört habe, nicht nachrecherchiert, glaube ich, die richtige Richtung. Also Chancen liegen da. Es ist nicht wahr, dass wir den Kopf in den Sand stecken müssen und sagen, mein Gott, es geht eh alles zu Ende. Nein, die Lösung steht letztlich am Himmel. Darf man das auf der Intersolar sagen? Die Lösung steht am Himmel. Und natürlich, wir haben einen Rohstoff, der preislich, ökonomisch, finanziell alles schlägt, was uns bisher geholfen hat. Sonne schickt keine Rechnung. Also wir alle werden nicht arbeitslos, wenn wir an diesen Fragen dranbleiben. Ich wünsche Ihnen viel Lust auf Zukunft. Nicht Kopf ins Sand stecken, sondern Lust auf Zukunft. Wir haben viel zu tun. Und wenn wir das tun, werden wir in den nächsten Jahrzehnten niemand, der heute hier war, arbeitslos. Herzlichen Dank an Ernst-Ulrich von Weizsäcker, an Herrn Piepenbrink und seine Firma E3. Also ihr macht die Geschäfte von morgen, das ist völlig klar. Und wir alle wollen mithelfen. Vielen Dank Ihnen allen. Auch zu Hause. Vielen Dank. Danke dir. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von E3DC.